steht der Captain Kevin wieder. Gut, immerhin habe ich jetzt schon von Anfang an eine Crowbar, das ist mehr als ich letztes Mal hatte. Das wird schief gehen. Das wird schief gehen, definitiv. Anzahl von solchen Crates auf der Kiste wäre echt mega nützlich. Ich denke, ich mache Raum für Raum. Oder halt auch nicht. Gut. Muss ich nochmal nach den ganzen Devices gucken. Und wenn möglich dabei nicht gespottet werden, natürlich. Gut, hier hinten haben wir schon mal keine. Hier haben wir eins. Oh, knapp. Hier haben wir eins. Das wird nichts werden, definitiv. Wie ich einfach schon wusste, dass hier eins ist, einfach weil es eben der schlechteste Platz ist.
Nee, das ist der schlechteste Platz. Aber zum Glück kein Device. Das dürften alle hier gewesen sein. Dann ziehe ich mich mal ganz kurz hierhin zurück. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich überrascht bin. Oh, nicht gut. Ich sollte mich zurückziehen. Gut, die Mitte ist jetzt komplett gehackt. Links ist auch komplett gehackt. So. Da gibt es jetzt nur noch zwei Bereiche, sag ich mal, in denen ich aktiv werden muss. Lass mich noch ein letztes Mal schauen, nur zur Sicherheit. Hier oben, okay. Und da ist wieder die Frage nach dem, wie viele Maschinen gibt es denn eigentlich? Ich hoffe mal nur, dass der in der Zeit nicht bis ganz dort hinten kommt. Das wäre dann ungünstig für mich. So, eine Keycard wäre schon ziemlich wichtig. Damit wir eins weniger aufhacken müssen. Da ist sogar, dann der Security Room. Okay. Und noch eine weitere Crowbar. Okay. Und da wäre sogar die letzte Keycard. Okay. Das Blöde ist, bevor ich jetzt hier weitermache, mache ich das lieber jetzt. Und zwar muss ich jetzt hier draußen auch nochmal nach einer Voting Machine schauen. Okay. Die ist leer. Gut. Habe ich jetzt hier draußen die eine leere Maschine gefunden? Und er war da immer noch. Alles klar. Komm. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Auf, auf. Gut, gehackt ist halb verkackt, wie wir alle wissen. Okay. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt. Ich denke vielleicht 8 oder so in die Richtung. 8 scheinen wahrscheinlich. Also ich check jetzt einfach nochmal alle hier, die ich jetzt gesehen habe. Na, dann sind wir jetzt bei einem Total von 8 angekommen, nicht wahr? Gut, dann geht es jetzt eigentlich nur noch darum, die Moneybags rauszubringen. 8, alles gehackt hier. 8 Sachen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob 8 das Maximum ist. Es ist jetzt zumindest das Maximum von dem, was ich gefunden habe. Oh mein Gott. Nee, 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 nee. Was ist das denn? Mein Herz ist mir nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal stehen geblieben. Einmal, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass jetzt was passiert. Ist ohne Witz, Leute, ich hatte wirklich so eine Vorahnung.
Ich hatte diese Vorahnung, dass jetzt was passiert. Was soll ich sagen? Aber die hat man auch nicht gehört. Ja, ja, Bane. Ja, ja, bin schon dabei. One down, Mama. Ja, noch ein Lootbag secured. Und noch ein Lootbag secured. Oh, weißt du was? Da ist jetzt kommt noch ein anderer Lootbag. Und pass auf, warte. Nein. 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 Den bringe ich als letzten Sicherheit. Entschuldigung, dass ich mal wieder etwas ruhiger bin, aber ich glaube, an diesem Moment, dass ich es geschafft habe, auf Pazifist alle Sachen zu hacken, an denen werde ich so sehr schnell nicht wieder hinkommen. Von daher wäre es von Vorteil, wenn ich das jetzt schaffen würde. Ja komm, aber jetzt für dich, Dallas, weil du es bist. Ich meine, ich trenne nur noch 4 Taschen von einem weiteren Erfolg, den ich als sehr, 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 sehr hart und nervig einschätze. Du kannst hier echt aber auch wirklich nichts und niemanden trauen. Ich frag mich, was die Guards immer alle haben. Oh Gott. Der läuft doch jetzt bei mir rein, oder? Er läuft raus. Okay. Und ich wusste, Leute, ich wusste, dass diese Guard kommt. Ich wusste es, wirklich. Ich wusste es. Wäre ich nämlich jetzt gegangen, dann wäre ich mal wieder am Arsch gewesen. Am Arsch. Boah. Noch 3 Geldtaschen. Erstmal schön die Prezi runterbringen. Ist ja egal, ist ja egal, ist ja egal. Ist ja egal. Look out, God. God. Immerhin ist der Weg ziemlich gnädig. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, dass ich jetzt verkacken werde, wenn ich jetzt diesen Bag hole. Ich weiß nicht warum. Wir können es jetzt mal in der Super Safe Variante machen. Ja, auf Captain Molluski hier habe ich gewartet. Genau auf Kevin Molluski hier, genau auf dieses Individuum.
Mein RNG, das sagt wieder vielen, vielen Dank. Geh hem. Bleib da, wo du bist. Geh nicht mehr dorthin. Geh dorthin, wo du herkommst. So nach dem Motto. Aber nicht mit mir. Wirklich gerade nicht das Superglück. Aber wenn er jetzt rumgekommen wäre, dann hätte ich verkackt gehabt. Ey, dann wäre sogar meine Voraussage, dass ich mit diesem Back jetzt verkackt hätte, eingetroffen. Oh Mann. One down. Oh, jetzt steht er da hinten. Zum Glück habe ich direkt am Anfang hier alles aufgesägt, Leute. Zum Glück. Einfach nur zum Glück. Okay, Moneybag ist nicht hier. Moneybag ist auch nicht hier. Aber der Moneybag ist hier. Puh. Ich muss sagen, ich habe nicht mal im Ansatz so lange dafür gebraucht, wie ich gedacht hatte. Ich habe ja jedes Mal, wenn ich am Tag 2 gespottet wurde, den Contract abandonen müssen. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht der 6. Versuch. Höchstens. So. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.